Hänsel und Gretel von den Brüdern Grimm. Mit Musik von Engelbert Humperdinck. Die beiden Kinder hatten lange nichts gegessen und großen Hunger. Ihre Mägen knurrten, gurgelten und grummelten. Schließlich hielt es Hänsel nicht mehr aus. Er befreite sich aus Gretels Griff, rannte zum Haus und brach sich ein Stück vom Dach aus Kuchen ab. Hastig stopfte er es sich in den Mund. Schmeckt das gut? Nun konnte auch Gretel nicht mehr warten. Sie brach sich ein Stück Fensterscheibe aus Zuckerguss heraus und biss herzhaft hinein. Anschließend naschte sie von der Dachrinne aus Marzipan und Hänsel probierte die Tür aus Lebkuchen, die mit Honig überzogen war. Alles schmeckte köstlich und ihre Bedenken hatten sich in Luft aufgelöst. Das ist so lecker. Hast du schon vom Fensterbrett probiert? Sie hatten es sich neben der Tür bequem gemacht, als plötzlich eine Stimme an ihr Ohr drang. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Oh Hänsel, wer ist das? Das klingt unheimlich. Psst, ich habe eine Idee. Sprich mir einfach nach. Der Wind, das himmlische Kind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Hänsel, vielleicht sollten wir uns lieber verstecken. Ach Quatsch, sei nicht so ein Angsthase. Da öffnete sich die Tür und eine alte Frau kam heraus. Hab ich's mir doch gedacht. Besuch, ihr Kleinen seht ja ganz verhungert aus. Kommt doch hinein in die gute Stube. In der Hand hielt sie zwei große Lutscher, die sie Hänsel und Gretel entgegenstreckte. Die beiden nahmen die Lutscher und folgten der Hexe ins Haus. Im Ofen knisterte ein Feuer und der Tisch war reichlich gedeckt. Hänsel und Gretel schlangen die Köstlichkeiten hinunter, bis ihre Bäuche so voll waren, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. Die Frau zeigte ihnen zwei gemütliche Betten, in die sie sich legten und sofort einschliefen. Rotkäppchen von den Brüdern Grimm mit Musik von Richard Wagner. Der Wald war groß und barg viele Gefahren. Aber an einem solch schönen Tag wirkten die hohen Tannen ganz friedlich. Rotkäppchen eilte fröhlich mit dem gefüllten Korb durch den Wald und achtete auf den Weg. Wie furchtbar, wenn sie stolperte und alles zu Boden fiele. Dann wäre es schmutzig. Darüber würde sich die Großmutter sicherlich nicht freuen. Plötzlich hörte das Mädchen ein seltsames Geräusch. Es klopfte. Ja, jemand klopfte aufgeregt gegen einen Baumstamm. Was klopft denn da? Ach, das ist Herr Specht. Klopft mit dem Schnabel ein Loch in den Stamm. Wie schön. Rotkäppchen liebte die Tiere des Waldes. Doch sogleich blickte sie wieder starr auf den Weg und ermahnte sich selbst. Nicht ablenken lassen, sonst komme ich noch zu spät und Großmutter wartet doch schon. Was Rotkäppchen nicht ahnte, war, dass sie schon seit einiger Zeit beobachtet wurde. Was ist denn das für eine niedliche Kleine? Und was trägt sie wohl in ihrem Korb? Das war der Wolf, der Rotkäppchen im Wald entdeckt hatte. Neugierig näherte er sich dem Mädchen. Schönen guten Tag. Oh, hallo, Herr Wolf. Was duftet denn in deinem Korb so gut? Frisches Brot, Kuchen und eine Flasche Wein. Alles für meine kranke Großmutter. Rotkäppchen hatte keine Ahnung, dass der Wolf nichts Gutes im Schilde führte. Deshalb fürchtete sie sich auch nicht vor ihm. Das ist aber lieb von dir. Sag mal, wo wohnt denn deine Großmutter? Keine Viertelstunde von hier. Dort, wo die drei Eichenbäume stehen. Am Bach, meinst du? Genau. Dort steht das Haus meiner lieben Großmutter. Der Wolf freute sich über die Auskunft des Mädchens. Er wusste jetzt, wo die Großmutter wohnte. Während er noch am Korb schnüffelte, fasste er bereits einen Plan. Liebes Rotkäppchen, ich hoffe, deine Großmutter wird bald wieder gesund. Oh ja, das muss sie. Der Kuchen und das Brot sollen sie stärken. Beides duftet so lecker.
Schade, dass ich nicht krank im Bett liege, Rotkäppchen. Dann würde dir bestimmt jemand einen Korb vorbeibringen, Wolf. Der Wolf konnte sich kaum noch beherrschen. Am liebsten hätte er sofort das Mädchen und die leckeren Sachen im Korb verspeist.